In diesem Video möchte ich Ihnen das Speedphone 10 der Telekom vorstellen, ein günstiges Deckt-Schnurlustelefon für Ihren Speedport IP-Router. Das Speedphone 10 gibt es aktuell in drei Farben, hier in Schwarz, hier in Weiß und hier in diesem Rotton, der nennt sich Korall. Zum Lieferumfang gehört jeweils die Ladestation hier unten, das Gerät selbst, das Netzteil, die Bedienungsanleitung und der Akku. Der Akku ist bereits fest, ist hier verbaut, kann jederzeit aber auch gewechselt werden, hat hier noch den Transportschutz drin. Das Telefon selbst hat auf der Rückseite hier diesen Lautsprecher zum Freisprechen. Gerät unterstützt HD Voice, also beste Sprachqualität. Auf der Vorderseite gibt es hier noch das Farbdisplay und hier unten große und auch beleuchtete Tasten, die sehr griffig sind. Also ein günstiges Einstiegstelefon für Ihren IP-basierten Telefonanschluss. Auch die Einrichtung des Speedphone 10 ist sehr einfach. Sobald ich hier unten den Transportschutz für den Akku rausziehe, schaltet sich das Gerät sofort ein, bootet sich und sagt mir, ich kann die Sprache auswählen. Das bestätige ich einmal mit Deutsch. Dann sagt er mir, ich soll am Speedport die Anmelden-Taste drücken. Das mache ich jetzt hier einmal. Jetzt blinkt das hier auch. Und am Telefon sage ich jetzt einmal weiter. Damit meldet sich jetzt mein Schnurlustelefon an meinem Router an. Jetzt sagt er hier, erfolgreich verbunden. Möchten Sie weitere Einstellungen vornehmen, kann ich hier auch bestätigen. Da kann ich jetzt nochmal einstellen, welche Rufnummern auf diesem Telefon klingeln sollen, welche Rufnummer ich übermitteln möchte und weitere Funktionen, zum Beispiel ob der Eco-Modus ein- oder ausgeschaltet werden soll. Das sind die Einstellungen, die ich jetzt hier im Schnellassistenten vornehmen kann. Das mache ich jetzt einmal. So, jetzt bin ich hier im Startmenü. Die Uhrzeit hat er bisher nicht geholt. Entweder dauert das einen Moment oder ich kann auch einfach das Telefon einmal ausschalten. Und wenn ich es wieder einschalte, synchronisiert er sich mit dem Router und holt sich die Uhrzeit auch sofort. Oder wie gesagt, ansonsten dauert das halt möglicherweise auch einen Moment. Ich starte das Telefon jetzt einmal neu. Er nennt es jetzt hier noch Mobiltelefon 4 und gleich holt er sich den Namen vom Router. Die Uhrzeit hat er sich jetzt schon geholt, Datum und Uhrzeit. Wie gesagt, das brauchen Sie nicht manuell stellen, das wird vom Speedport-Router übermittelt. Ich gehe jetzt hier einmal noch ins Menü rein. Hier gibt es dann unsere Kontakte. Dort können Sie bis zu 100 eigene Adressbucheinträge erstellen mit Rufnummern und können auch zusätzlich auf die Kontakte Ihres Speedport-Routers zugreifen, also ein gemeinsames Adressbuch auflegen. Es gibt hier die Anrufliste, wo Sie sehen, wer Sie angerufen hat in Abwesenheit oder auch als wir rangegangen sind und wen Sie angerufen haben. Es gibt hier die Sprachbox, den digitalen Anrufbeantworter im Netz der Deutschen Telekom. Dann gibt es hier den Servicepunkt, da kann ich zum Beispiel das WLAN vom Router ein- und ausschalten, wenn ich das möchte. Eine Alarmfunktion, Babyfunk, Geburtstage verwalten, Kurzwahlen verwalten. Hier gibt es noch den Punkt Einstellungen, wie soll das Mobilteil heißen, welche Rufnummern, welche Sendeleistung, andere Funktionen. Ja, letztlich war es das dann auch schon. Das ist das Speedphone 10, ein günstiges Einstiegsgerät für Ihren Magenta-Zuhause-Anschluss.